Ja, hallo und what's up? Hier zur Fortsetzung der letzten Folge. Es geht weiter bei der Frau Grünwald. Schaut rein, seid gespannt. Passiert einiges Lustiges. Viel Spaß. Ja, ne, machen Sie. Kommen Sie mal her, ja, machen Sie mal. Was können Sie am besten? Abriss? Kommen Sie mal her, hier können Sie was abreißen. Machen Sie mal den Wald weg. Mhm. Genau. Bauen Sie mal was. Bauen Sie mal was hin. Ja, ja. Ja, und dann kommt die Frau Gurke um die Ecke, die schönen Bäume. Ach, hey, wenn so, hör auf mit der komischen Gurke da. Mhm. Ich jetzt auch auf dem Kieker, da ich mir ja jetzt einen kleinen Hof aufgebaut habe, urplötzlich hockt sie mir jetzt am Nacken, wenn wir demnächst vorbeikommen. Ah. Gucken. Ja. Naja, wenigstens haben sie schon mal gelernt daraus, endlich mal anzufangen, vorher einen Termin auszumachen und nicht einfach auf der Höfe rumzulaufen. Ja, ich glaube, die Frau Gurke, die ist eigentlich nur alleine. Ja, einsam. Das wird. Meinst du? Also, es wird doch Gründe haben, warum es ist, also. Wird Gründe haben, warum die Gurke heißt. Ja, ich sag mal. Für seinen Namen kann ja keiner was. Also nicht oft zumindest. Ich kann sagen, also wenn sie eingeheiratet hat, hat sie sich den Namen aussuchen können. Aber ob die verheiratet ist, der Mann tut mir leid. Tja. Ich habe ja mal gehört, wenn man von Teufel spricht, taucht er auch auf, aber... Ja, ja. Ich glaube, die Frau Gurke ist halt nicht da. Ah, das ist gut. Glaube ich. Bin mir natürlich nicht sicher. Wir müssen aufpassen, wenn da irgendwo so ein grünes Auto vorbeifahrt. Okay. Wir haben ja hier ein grünes Auto. Das macht bestimmt auch Gurkensalat. Oh wei. Ja. Lass das nicht die Gurke hören. Die muss ich bestimmt nur mal richtig auspowern. Guck mal, ob das geht. Jo, alles. Der hat gesagt, wir können richtig testen hier. Alles nice. So. Boah, Alter. Ja. Naja, gehen Sie. So ein Ast im Gesicht. Ja, das. Ich bin am Überlegen, ob wir nicht einfach alles häckseln. Sagten die Anlage, oh, schon 10 Tonnen drin, bin jetzt bei 66%. Schade, dass es den nicht noch in Orange gegeben hat. Ja, ne? Ich sag mal, ich glaub, grün würde ja eher zu deinem Hof passen. Grün? Meinst du? Mhm. Ich weiß nicht. Grüner Hof. Na komm. Komm, hol das Stöckchen. Hol das Stöckchen. So. Na, ich muss mich so hinstellen, ne? Das geht nicht. Ach, Mensch. Rinder, komm. Put. Komm. Ne. Achtung, Baum fällt. Ich gehe hier gleich krachen mit dem Ding. Na. Ja. Hüppala. Das war gerade zu schnell gedreht. So. So, nein damit. Gleich.
So, bald mal meinen Hänger noch holen. Ich glaube, ich brauche noch einen Traktor hier unten für den Hänger. Na, sonst nehmen Sie meinen. Meiner steht doch da. Ah, weil, stimmt, ja. Also, steckt. Stand gerade noch. Ja. Ja. Das ist doch der hier, oder? Mit dem. Ja, ja, mit der Fräse dran. Mit der Fräse dran. Koppeln Sie einfach die Fräse ab und dann. Passt das. Ja. Das war die falsche Richtung. Ich ahne Böses. So. Also sag mal, deine Oma, ist das nicht die, die hier mit Opa Bigfoot zusammen ist? Ja. Warum habe ich, frage mich bis heute noch, aber naja, mal gucken. Ja. Genau, ich habe ja mitgekriegt, die soll hier andauern, die Leih, die Männer da anbaggern. Ja, ich sag mal, ein Bekannter von mir, der ist hier im Pflegeheim. Also, deine Oma, die muss ja schon bekannt sein. Ja, ja, dafür ist sie bekannt. Dass sie bekannt ist. Ja, ja, das. Ja, sagen wir es mal so, im Alter, je älter sie wird, je mehr Lebensfreude hat sie noch. Mhm. Ab und zu viele. Mein Vater ist auch schon am Fluchen mit ihr, hat auch schon gesagt, soll sich mal benehmen. So, nicht überall. Ich nehme mal jetzt den großen Stamm hier weg. So, die Lebensenergie rumschleudern. Ja, Vorsicht, Kopf einziehen. Oh. Ah. Uff. Daneben. Ja. Ich sag mal, wenn sie es noch können, ne, dann sollen sie es ja auch mal. Wollte gerade sagen. Man muss es sich ja nicht ansehen. Wollte gerade sagen. Wer will nicht glücklich von einem gehen, während ja, man das eins der schönen Sachen des Lebens genießt? Bier trinken? Ich glaube, Bier trinken verhilft ab und zu, dass sie so ist, wie sie ist. Tja. Ja. Also hier die Birken hier, die machen wir weg, wie sie sind. Ja, ja, die. Nee, wenn ich sehe hier, die sind, da kriege ich nichts mehr für. Das ist alles schon. Alles schon zerfressen. Da haben sich schon irgendwelche Raupen dran vergriffen. Ja, muss ich echt sagen. Also manche Bäume hier im Umkreis sind echt. Müssen wir mal die Bürgermeisterin fragen, ob man hier nicht so eine Art Förster hat oder sowas. Hoppala, lass mich doch aus dem Baum raus. Ja, ich sag mal, Förster gibt's hier irgendwo bestimmt. Ich sag mal, ich habe zwar noch kein Forstamt gesehen, aber ich war noch nicht überall. Ja, so ein Forstamt habe ich mal gelesen, wo ich mich hier angemeldet habe. Das soll bei dem Rathaus sein.
gab es mal einen Raum, der hat Forstamt geheißen. Seitdem ist es die Besenkammer. Ich glaube, das sind viele Ratsgebäude da drin. Na, beim ersten Tag habe ich mich auch verlaufen. Bis ich es da gefunden hatte irgendwo. Ja, ja, ich aber auch, also. So. Irgendwo stand dann so ein rothaariges kleines Etwas vor mir. Hallo, was suchen die hier? Hm. So. Ich habe mir jetzt ja mal den Spaß gegönnt. Ich habe mir, nachdem mein Volvo ja kaputt gegangen ist, einen Sattelzug gegönnt, ja. Und ich habe ja noch einen Fünfachser. Und da haben sie mir jetzt vom Shop angeboten, einen gebrauchten Muldenkipper. Okay. Mit 70 Kubik. Okay, und dann fahrst du dann hier durch. Also ich stand ja, ich hab, also mein Tieflader ist ja nicht gerade klein. Mhm. Ich stand da mit meinem Tieflader davor und dachte mir so, wollte den Muldenkipper aufladen. Problem war, die Reifen haben so einen Radstand gehabt. Da hat der Tieflader durchgepasst. Das kann ich mir vorstellen. So, ja, was blieb mir anderes übrig? Das Ding per Achse fahren. Also, da kann man machen. Ja. Aber. Hat bestimmt witzig ausgesehen. Ja, ne, ist ja, ist zum Glück nur für den Tagebau selber. Da habe ich auch schon davor gestanden und dachte mir: Mensch, wenn du mit dem Zeug verkaufen könntest. Ja, ne? Da kannst du bestimmt. Nur musst du erstmal eine Plane finden, die da drüber zu schmeißen. Ja, den Kalk, den weht's dann weg, das ist klar. Definitiv. Okay, aber ich denke mal, so langsam wie der ist, weiß man das nicht. Aber 50, was war das? Ich glaube 50, gell? Nee. Nicht? Der fährt nur 20 oder so. Ach so, okay. Ja, aber trotzdem 20 mit starkem Wind kannst du dich trotzdem weghauen. Naja, ich sag mal, du fährst mit 20 km/h zu mir hoch. Mhm. Also ich war über eine Stunde unterwegs, also. Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, da gab es einen mega Autokorso, oder? Naja, gut. Als langsames Fahrzeug musst du ja sowieso regelmäßig Platz machen. Ja, da hat man Vorteile hier auf den Landstraßen. Hier in dem Landstraßengebiet hier fahren nicht so viele Autos wie in der Stadt. Da hat sich ein Holz verklemmt. Okay. Ja, das muss ich später rausholen. Ja. So. Das wird schon gehen später. Ich würde mir trotzdem mal kurz meinen Truck. Achtung, ihr Kopf. Ja, ich hab den Luftzug gemerkt. Ich würde mir jetzt nochmal hier den Spaß gönnen und mal ein bisschen den Boden fräsen, damit wir hier auch was sehen. Ich sehe gerade, ihr Traktor ist ja fast der gleiche wie meiner. Ja, es ist, glaube ich, sogar der gleiche. Nur mit einer anderen Farbe. Hm. Und Frontlader, soweit ich weiß. Ja, ich habe keinen Frontlader. Brauche ich bis jetzt noch nicht. Hm. Ja, mal die Büsche da wegmachen, genau. Da. Ab,
Eisding, aber kriegst du auch noch Ast in die Fresse. Ui. Wie Beetlejuice, hä? Hallo. Ich hab... dreimal zu viel gesagt, den Namen. Ich dachte da irgendwie... Ich hab doch da gerade einen Traktor gesehen. Ja, was wird denn hier gemacht? Wird ein Tag feiert beim Mund. Ja, das, hallo. Was bei Ihnen angemeldet ist, ne? Wenn Sie die Papiere nicht kennen, das wäre schade. Ja, nee, kennen du sie schon, aber ich wollte ein Bild davon machen. Hallo, Monty! Ja, ja, schönen guten Tag. Wir waren ja beim Du, ne? Ja, ja. Ja, das... War ja Bart oder, Nee. Nicht gestutzt. Gefärbt. Ah, interessant. Steht Ihnen dir. Ja. Ja, so eine Ladung Motoröl ins Gesicht hält nicht nur die Haut fit, sondern auch, macht was fürs Aussehen. Ja, oh, ne... Zwei Tage Männer hier, schwer am Arbeiten. Ja. Wenn sie schon mit dem Traktor hier sind, praktisch. Warum? Leih mir mal kurz aus. Okay. Ja, das ist ja hier die Aktion hier für die Frau Grünwald. Ah, ja, stimmt. Mit den Olivenbäumen, ne? Ja, genau, mit der Oliven. Hey, Mienchen, nett, nicht an mir stehe. Sorry. Dann bist du gleich platte Erdbeer. Oder Kleinzeug. Ja. Da wurde schon gut was geschafft. Ja. Ne, wir haben aber auch noch ein bisschen was zu tun. Uiuiui, das war gut, ne? Noch was zu tun. Bis wohin soll das gehen? Ne, ich habe jetzt hier einmal eine Linie gezogen. Von oben von der Straße und dann hier einmal waagerecht rüber. Halleluja. Ja, ich sag mal, ich mache jetzt hier die nächsten zwei Tage das Holz weg und der Herr Prügel macht dann, oder Timo, macht dann sozusagen dann hier die ganze Bodenbearbeitung. Das muss ich ja, das muss ich ja nicht alleine machen. Nee, nee, nee. Ja. Vorsicht nicht, dass ein Greifer kommt. Das wäre schlecht. Also da wäre die Frisur auf jeden Fall hin. Ja. Und es wird aber schon wärmer, ne? Schmeckt direkt. Ja, ist ja auch schon März, ne? Sie haben ja, auch noch, sie haben ja auch noch ihr Winterfell an. Ja, ich muss mich echt mal heute Wintermantel wegpacken und dann ein bisschen luftiger anziehen. Ja, müssen sie aufpassen, nicht, dass dann hier so ein Wolf kommt oder so und sagt, oh, noch ein Schnee, Kaninchen. Ach, wir haben doch hier keinen Wölfe, oder? Hat der gnädige Herr irgendwas gesagt, wie wir das ausladen, das Hackschnitzel daraus? Weil überladen kann ich hier nichts. Ja, da bräuchte ihr einen Anhänger, oder wie? Weil so wie der sich ausschaut, ich weiß nicht, kippt der das, oder was ist das? Ja, ja, also, der hat hier hinten Hydraulikzylinder dran. Das müsste nach oben fahren und, geben Sie mir mal kurz hier Ihren Schlüssel vom... Ach so, ja, einen Moment, das ist immer diese scheiß Kombination dafür. Da kommen dann aber einige Olivenbäume hin. Ja, hier, der Schlüssel. Sie werden... erstaunt sein, wie viele Olivenbäume dahin passen. Ja. Dezent. Ja, dann hat die Frau Grünwald was zu tun. Dezent, dezent. Und Timo, gehst du trainieren wieder? Uiuiui. Hä, Nick war in Amerika. Ach, stimmt, wie war's? Ja, schön, ne? Mal was anderes. Riesenfelder, Riesenmaschinen. Was anderes zu dem hier. Also doch wieder nur Waldstätte zurückgekommen. Ja, ich war ja nur Familie besuchen und über die Feiertage und das kalte Wetter in das warme Wetter in Florida genießen. Florida. Ja, ich war. Nimmst du mal nimm schon uns allen mit und dann machen wir Florida Urlaub. Ja, ich war ja nur in Florida Urlaub machen. Wohnen tue ich in Texas. Hat mein. Der Monty will bestimmt auch mit. Hat mein Großvater einen. Hof. Ah, cool. Also, mütterlicherseits. Nicht väterlicherseits. Der ist nicht mehr da. Technik, die begeistert, würde ich sagen. Ja, ne? Also, ich meine, dass wir das, keine Ahnung, irgendwie umkippen müssen vielleicht, ausleeren und dann da reinladen. Normalerweise ist es so, der fährt hoch und Ist ja aus, das Ding, oder? Kann man ja mal drauf springen.
Nee, lassen Sie das mal gut, bitte. Also nicht da drauf springen, bitte. Das also, wie gesagt, normalerweise müsste man hier irgendwas umschalten können. Ich bin aber gerade auch dezent irgendwie. Ist alles richtig angeschlossen? So. Ich guck mal. Normalerweise müsste ja da irgendwo das Rohr da noch raus. Aber da kann man ja auch nicht machen. Hä? Ich sehe da die Hydraulik. Die ist da. Normalerweise fährt er hoch hier wie die. Darf ich mal kurz einsteigen? Ja, wie die. Na, hier wie die Zuckerrüben-Dinger. Die Körbe von den Zuckerrübenwagen. Die fahren da auch so schräg hoch und kippen dann aus. Also, ist das nicht? Wenn die Hydraulik angeht, geht nur der Kran. Ja, dass man die Baugruppe umschalten muss, aber gibt's da nicht irgendwo Knöpfchen oder so? Ja, ich weiß, woran es liegt. Echt? Ja, der hat einen Erkennungsding für einen Anhänger dran, so ein Sensor. Und mein Anhänger scheint a little bit zu groß zu sein dafür. Ach so, der braune Erkennung. Das heißt, ich brauche vielleicht so einen kleinen Anhänger, also so einen kleineren Anhänger. Der ist anscheinend viel zu hoch. Ich gehe nur gucke bei der deswegen, Frau Grünwald, ob er vielleicht hat. Ja, so einen großen, ich weiß nicht, ob die so einen großen Anhänger hat. Nee, die hat einen relativ kleinen. Die hat ja nur diese kleinen Maschinen, die hat ja gar keine großen Maschinen. Aber ich glaube, der ist noch höher. Nee. Gibt ja heutzutage in diese Plattform, wo man Videos gucken kann. Ja. Und da habe ich gesehen, dass das gleiche Ding ist, nur mit einem kleinen Anhänger. Deswegen, nö, ich leih mir einfach einen aus und dann passt das. Wart sie am Netz in der Gegend? Ja. Ich musste letztes... Aber du, wenn jetzt so viele Bäume platt gemacht, werden... Ja gut, die Olivenbäume, klar, die werden gepflanzt, wieder solche... Haben Sie sich rein zufällig mit der Frau Gurke abgesprochen? Ja, ich habe mit der Frau Gurke mal kurz gesprochen. Und, ach so, ja. Ja. Über die haben halt gesagt, die ist ja so. Wir hatten das Thema doch vorhin, oder? Ja, deswegen. Ich bin erschrocken über die möglichen Zusammenhänge. Jasmin, kann ich mir kurz deinen Traktor ausleihen? Ja, klar. Mach du nur. Kann ich hier was helfen? Ja. Äste tragen. Äste tragen. Okay. Und also, wohin? Am besten. Nee, Vorsicht, schwer und fettig. Ja, ich sag mal, naja, Äste tragen ist jetzt, dafür haben sie leider die falschen Sachen. Aber wenn sie, ich sag mal, vielleicht die Hackschnitzel, irgendwo hinfahren könnten. Ja, wenn sie rausgehen, Sie könnten, oder sie machen eins, sie könnten sich vielleicht mal meinen Traktor setzen. Ja. Und könnten mal hier die Fläche vielleicht mal schon hier ein bisschen fräsen. Okay, das kann ich machen. Also, Sie könnten es ja so machen. Sie können ja hier an dem bereits vorgestreifen hier die Baumstümpfe und die Erde und sowas wegmachen. Das kann ich machen. Also da das Gras und so, dass wir hier einigermaßen freie Fläche haben. Ja, wo ich denn jetzt hin? Ach, der. Bräuchte noch den Schlüssel. Oh, direkt. Mit dem pinken Traktor über so einen Baum. Was? Ach, nix. Oh Gott, mein Herz. Schlüssel. Ja, okay. Ja. Soll ich helfen suchen? Nehmen Sie Ihre Hand aus meiner Hose. Ja, da finden sie keinen Schlüssel. Das ist die falsche Taste. So, jetzt. Ah, danke schön. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das geht. Und?
Na, da hat sich doch gerade was bewegt. Also das Rohr hat sich bewegt. Ne, will er nicht, ja? Klemmt da was, oder wie? Hm? Probieren Sie es mal jetzt. Mal ordentlich draufhauen. Na, zeigt's doch an. Echt jetzt? Jetzt macht er gleich mal ja nichts. Ist er immer noch zu hoch? Oh, gleich mal. Hm. Immer noch zu hoch. Hm. Der will nicht. Das ist doch ein Krampf, ist das. So. Oh. Kann nicht sein, dass ich nur das Kleine holen und tun kann. Ich hol mal noch einen. Juppala, Vorsicht, Vorsicht. Ah! Alles gut. Mein Fuß. Sie hat einen Stahlkappen an. Gott, ist was passiert? Nee, alles schick. Er ist nur über meinen Fuß gefahren. Ja, dann können sie noch Traktor fahren. Nee, ich habe ja Arbeitsschuhe an. Ach so. Ach, guck mal an, jetzt kann ich auskippen. Echt jetzt? Hm. Hä? Der ist anscheinend echt. Also ich glaube, das muss am Herrn Prügel liegen. Jetzt liegt das Zeug hier am Boden, der ist schlicht. Ja, das machen wir dann weg. Über das können sie mal kurz mit der Fräse drüber fahren. Ach Gott, das ist ja dann Verschwendung, oder? Nee, ja, die 2 Liter da. So. Ich nehme an, wenn er jetzt mit dem Hänger daneben fährt, dann wird's gehen. So. Hoppala. Warum geht das jetzt? Das ist, weil der auf anderem Boden steht. Echt jetzt? Der steht jetzt auf einer geraden Fläche. Oh Mann. Naja, jetzt sind 2 Anhänger los. Das ist nicht schlimm. Ja. Ah, ne. Ja, der ist aber niedlich. Jetzt geht's. Ich weiß nicht. Ich hab auch mal das Stück Holz, was da drin war, rausgeholt. Noch. Was sich vorhin verkeilt hat. Ob da irgendwas geklemmt hat, man weiß es nicht. Ich will ja nicht sagen, aber ich glaube, die Frau Erdbeermund macht gerne Dinge kaputt. Ich hab nichts kaputt gemacht. Na, so wie sie hier durch die Gegend fräsen.
die Bäume machen mich wahnsinnig. Jetzt den kompletten Weg dahinter, oder? Tja, das war's für diese Folge. Schaut auch das nächste Mal wieder rein. Da kommt noch eine Fortsetzung. Dann werden wir auch irgendwie am Ende sein. Und dann heißt es weiter jetzt. Oder so. Sorry. Ja, schaut bei den anderen rein. Pfälzer Let's Play, DJ Rebel, Martin87. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim LS-Spielen.